Hallo, Coach Christian hier. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, euer Kanal für strukturiertes und systematisches Bodybuilder-Training. Heute ist das Thema Biomechanik. Was bedeutet eigentlich wirklich durchgehen? Ich weiß, dass da draußen immer ganz viele, ja, mit diesen Aussagen konfrontiert werden. Also, dass ihr einen Stoß macht und euer Trainingspartner oder auch Trainingskollege oder Vereinskollege, wer auch immer, sagt euch, du bist nicht durchgegangen. Was bedeutet das? Und das zeige ich euch gleich in diesem Video ganz ausführlich. Wir haben ja im Prinzip drei verschiedene Bewegungsapparate. Das ist einmal das Handgelenk, dann haben wir von der Elle, also vom Handgelenk zur Elle, also den Ellenbogen, und dann haben wir nochmal den Oberarm, also das Schultergelenk. Also diese drei Faktoren sind im Endeffekt dafür vonnöten, um gewisse Stoßarten auszuführen. Aber die gängigste Variante ist eigentlich die Unterarmbewegung. Und das ist halt genau der Fehler, wo viele machen, dass sie viel zu schnell den Oberarm mitnehmen oder auch mal im negativen Sinne den Stoß abbrechen, dass sie den Arm viel zu weit hinten haben und zu nah an der Weißen sind und brechen dadurch schon ab, obwohl sie noch nicht mal in der 90-Grad-Position sind. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man den Ellenbogen aufsetzt. Also bei meiner Distanz wäre das jetzt ein Diamant zu weißen. Und genau die Ellenbogenspitze lege ich jetzt mal auf und breite sie aus. Und dann seht ihr hier ganz schön, dass meine Handinnenfläche, also da, wo die Finger beginnen praktisch, da ist dann meine anatomische Stoßlinie, wo ich zu Ende komme. Ja, und das zeige ich euch auch gleich im Stoß. Und das könnt ihr im Prinzip immer wieder überprüfen. Oder ihr würdet jetzt das mal zu einer Handöffnung führen und würdet jetzt hier einen Stift reinstellen. Dann könnt ihr das wunderbar schön markieren. Und dann wisst ihr erstmal, okay, da ist mein Ende, mein anatomisches Ende. Und deswegen auch diese Stripes, damit man dann, wenn man das trainiert, auch wirklich schön überprüfen kann, lande ich denn auch immer wieder genau an der Position? Oder ende ich viel zu früh? Oder ziehe ich drüber hinweg? Dann habe ich wahrscheinlich schon die Schulter wieder mitgenommen. Und genau diese Faktoren könnt ihr wunderbar damit mal trainieren. Ja, und das ist halt immer eine ganz gute Geschichte, damit man einfach mal weiß, wie muss ich denn eigentlich meine Bockhand positionieren? Würde ich jetzt näher rangehen, würde das ja bei mir bedeuten, ich würde weiter nach vorne durchkommen, das heißt, das anatomische Ende ist hier, also schon hinterm Strich. Bin ich aber zu weit hin, und das machen viele eher zu lang Schnabel, dann wäre mein anatomisches Ende tatsächlich schon ganz knapp hinter der Linie. Und das tickert uns jetzt an, wir müssen mehr tun, weil vielleicht von außen der Input kommt, du bist nicht durchgegangen. Und da passieren halt genau diese Fehler. Und deswegen rate ich euch dazu, trainiert das mal, damit ihr erstmal für euch rausfindet, wo denn wirklich die Position ist. Und deswegen diese Übung, die ich euch jetzt mal zeige. Und zwar legt ihr euch dafür einfach ein paar Bälle auf die Kopflinie. In dem Fall jetzt meine Linie, wo ich das Stripe habe. Da legt ihr euch dann alle 15 Bälle im Prinzip auf diese Linie auf. Und dann geht es eigentlich darum, dass ihr verstehen müsst, dass eure Bockhand, also der Knöchel, im Prinzip genau auf dieser Linie platzieren muss. Egal, ob ich jetzt eine geschlossene Hand oder eine offene Hand spiele. Der Knöchel ist im Prinzip dafür das Signal, okay, ich bin richtig positioniert. Nicht die Fingerspitzen oder so oder jetzt den Handballen, sondern wirklich die Knöchel und von da aus, wie gesagt, die Hand ausbreiten. Und wenn ich das dann mit einer Übung mal machen möchte, ohne jetzt diesen Stressfaktor zu haben, naja, ich muss jetzt auch noch Kugeln senken und muss mich jetzt auf ganz andere Sachen konzentrieren. Nein, würde ich am Anfang tatsächlich nicht machen, sondern wirklich erstmal nur Bälle in die Tasche schießen. Also erstmal dieses Gefühl zu bekommen, dass der Unterarm im Prinzip den Oberarm berührt, aber noch nicht runtergeht. Also dass man wirklich hier den Kontakt spürt und da ist das anatomische Ende. So, und für die Übung macht ihr Folgendes. Ihr geht ganz normal aus der Körpermitte rein, lauft in den Stoß rein, natürlich mit der Perspektive wieder aufs Loch, weil da wollt ihr hinschießen. Und wenn ihr ankommt, dann das Gefühl zu haben oder vielleicht auch mal einen Kollegen oder Kollegin fragen, bin ich jetzt hinten 90 Grad im Winkel oder bin ich zu weit vorne oder bin ich zu weit hinten? Nur dann ist es natürlich auch richtig. Also Ankunft und dann halt erstmal die Überprüfung. Bin ich jetzt wirklich 90 Grad? Ja oder nein? Wenn die 90 Grad passen, okay, jetzt bin ich mit meinem Knöchel, mit meiner Bockhand genau auf der Position. Ich würde jetzt auch tatsächlich leicht unterhalb der Mitte zielen. Und dann die ganz normale Pendelphase. Beim nach hinten öffnen, das Handgelenk mit öffnen, ausholen, abstoßen. So, und das macht ihr im Prinzip jetzt die ganze Reihe durch, immer wieder. Ganz normal in die Position gehen, hier positionieren, da nochmal checken, fühlen, ja, bin ich in dem richtigen Winkel, von da aus die Pendelphase, Point of No Return, ausholen, abstoßen.
Das Schöne bei der Übung ist tatsächlich, dass ihr komplett euch spannend nur auf eure Bewegung einlassen könnt und nicht jetzt irgendwie noch den Gedanken habt, einen Stolperball, einen Rückläufer, was auch immer ihr gerade trainieren möchtet, sondern immer das Lernfeld, wo wollt ihr euch mit beschäftigen. Wenn es darum geht, motorisch erstmal ein Gefühl zu entwickeln, wirklich den Unterarm zu spüren, zu fallen, zu merken, was bedeutet eigentlich durchgehen, eine gleichmäßige anatomische Bewegung bis zum Ende hin, nicht abbrechen, nicht den Oberarm künstlich nachschieben, da ist es schon längst passiert. Also ganz wichtig, wirklich dieses Bewusstsein zu entwickeln, da die Konstanz und vor allem die Sicherheit zu gewinnen. Und dafür ist die Übung halt prädestiniert. Okay, so, jetzt habe ich mal nochmal die drei Bälle hingelegt, diese drei Stoßarten, Stopp, Rückläufer und Nachläufer. Der letzte Ball, die drei, werde ich als Nachläufer spielen. Und da werdet ihr sehen, dass es von dem Bewegungsablauf anatomisch gesehen nochmal ein bisschen was anderes ist. Nämlich jetzt kommt ja der Oberarm mit, wie ich ja schon in Vorgängervideos zum Thema Technik, Nachläufer erklärt habe, ist es jetzt wichtig, dass meine Bewegung nicht diagonal geht, sondern parallel. Und dafür brauchen wir den Oberarm. Und deswegen sind wir am Ende auch ein bisschen länger, als jetzt so mein anatomisches Ende aus dem Unterarm wäre, in Kombination mit meinem Handgelenk. Die ersten beiden Stöße, Stopp und Rückläufer, ist im Endeffekt identisch. Da geht es aus dem Unterarm. Die Beschleunigung ist ja das Handgelenk, ist immer der Turbo und der Unterarm in Kombination, bis, wie gesagt, hier der Kontakt entsteht, ohne dass der Ellenbogen abfällt. Dann haben wir das anatomisch richtige Stoßende erreicht. Ja, und das mache ich jetzt mal. Ich zeige jetzt einmal den Stoppball. Das wäre natürlich die nächste Stufe, dass ihr euch dann nach dieser Übung das Ganze mal mit den Technikbällen zusammenführt. Und da dann nochmal zu sehen, mache ich das immer noch das Gleiche oder fange ich da schon wieder an, irgendwas anderes zu machen. So, zu guter Letzt würde ich euch gerne noch eine Einhandübung ans Herz legen. Die habe ich auch schon mal extra gedreht. Also da habt ihr auch schon mal, wenn ihr da nochmal reinschauen wollt, auch dazu nochmal eine ausführliche Übung gezeigt, also die Einhandübung nochmal erklärt. Die bietet sich aber jetzt in dem Zuge dessen auch an, dass man merkt, okay, das anatomische Ende, dieses wirklich zu spüren, merkt man bei der Einhandübung sogar noch deutlicher. Und deswegen habe ich die Linien jetzt nochmal ein bisschen modifiziert. Das heißt, jetzt habe ich natürlich hier den Diamantabstand und habe da das Verhältnis nach vorne, mein anatomisches Ende mit dem Unterarm. Was ich noch erklären möchte, ganz wichtig, so damit ihr auch so ein Gefühl dafür habt, was ist denn das Ideale? Immer 2/3 Abstand zu 1/3 durchgehen. Das ist eigentlich ein sehr guter Maßstab, wo ihr da eigentlich ganz gut auch mal sehen könnt. Das seht ihr ja hier wunderbar, ne? 2/3 zu 1/3 nach vorne. Und das ist ein gutes Verhältnis praktisch von der Durchgehbewegung. Ja, und die Übung, wie ihr sie vielleicht schon mal gesehen habt, ich erkläre es aber jetzt noch mal ganz kurz. Es geht darum, jetzt hier bei der Körpermitte zu beginnen, das Kö aufzulegen, kurz vor der Kugel. Ich stehe mit dem Oberkörper genau dahinter, zeige in Linie zum Loch und jetzt gehe ich eigentlich als erstes mit dem Step 1, mit dem Standbein und das Kö drunter, dass ich genau den Fußballen und das Kö habe, halte mein Kö ruhig, gehe mit dem Oberkörper in meine Rumpfdrehung, bei mir sind es roundabout 45 Grad. Jetzt knicke ich ein, lege den Arm auf den Oberschenkel ab und führe mein Kö jetzt, wie ihr es schön in der Seite seht, nur aus dem Unterarm und dem Handgelenk. Und dann geht es darum, irgendwann, nachdem ich hier eine ruhige Pendelphase habe, Point of No Return, ausholen, Abstoß. Und dann zu sehen, anatomisch Ende, steht das im Verhältnis mit meiner Übertragung nach vorne. Genauso sollte es überprüft werden. Und wie gesagt, eine schöne Übung, um einfach an seiner Motorik zu arbeiten.
Mechanik. Ich hoffe, ich konnte euch ja mal wieder aufzeigen, wie wichtig auch das richtige Verständnis und die richtigen Erklärungen dafür sind, was eigentlich im Stoß passiert. Wenn man natürlich von außen diesen Input bekommt, ich weiß, das ist nie bös gemeint von den Leuten, aber wenn es nur eine Halbwahrheit ist und es nicht richtig fundiert erklärt werden kann, dann bleibt da logischerweise oft so eine Skepsis. Naja, gut, ich fühle das aber nicht oder ich weiß nicht warum. Und deswegen wollte ich euch jetzt nochmal hier mit diesem Video ganz klar aufzeigen, worauf es wirklich ankommt und vor allem, welche passenden Übungen dafür da sind, um genau diesen Bewegungsablauf einzustudieren. Ja, wir hoffen, dass es wieder Spaß gemacht hat, zuzuschauen und wieder was mitgenommen zu haben, was gelernt zu haben und in eurem Training zu integrieren. Und in diesem Sinne, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis bald. This is Trump.